Servus ihr Lieben, da ist wieder Cheaterin. Na, was macht man mit so viel Schnee? Genau, die Schlittenpflicht ruft, oder besser gesagt, die Chlor im recht dominanten Ton. Mama, Papa, Schlitten, Schnee, Assi. Gott sei Dank sagt sie es in Bayerisch, aber ich freue mich auch drauf. Denn nach gefühlten 5 Minuten oben am Schneehang stehend, vor einem elterlichen Publikum, ausgestattet mit Fresskörben, Isolierteekannen und Fotoapparaten, frage ich mich, wie wir als Kinder solche Winter überlebt haben. Wir hatten Hartplastik-Lenkschlitten, meist ohne Lenkung, und sind damit eine gefühlte 25%ige Hangneigung runtergerutscht. Ohne Helm, ohne Knie- und Ellenbogenschoner. Manche Schneewesen sind so in ihrem Multifunktions-Gore-Tex-Hardshell-Schneeanzug neibackelt, dass gar nicht mehr laufen können. Und die Sturmmasken ist so weit ins kindliche Gesicht neizung, dass gar nicht mehr sehen, was sie laufen. Mein Höhepunkt war ein Vater, der seinem Sohn nach erfolgreichem Hangrutsch einen Handwärmer in die Hand gedrückt hat, dass wir früher nicht erfroren sind. Und damit die Rutschreihenfolge am Berg ja gerecht stattfindet, wirst du von den Eltern darauf hingewiesen, dass sie schon länger warten und dass sie jetzt dran sind. Okay, mit diesen Eltern möchte ich ganz schnell eine Schneeballschlacht anfangen. Hobi dann auch, mit der Kleinen. Dann folgte der Hinweis, hören Sie doch bitte auf, Sie erwischen andere Kinder, das tut doch weh. Okay, sagt die Mutter, deren Sohn Maiklorni circa 15 Mal umgerempelt hat, als er ohne Rücksicht auf Verluste den Berg hochgestürmt ist. Mit dem hätte ich auch gern eine Schneeballschlacht angefangen. Ohne Schneeanzug. Nach 35 Rutschpartien gehst du dann nach Hause und bist froh, dass du diese Eltern überlebt hast.